Mein Name ist Noah Herzog, ich bin von Muttens bei Basel, bin 37 Jahre alt. Meine Diagnose ist Morbus Crohn und die Diagnose habe ich gekriegt Ende 2013, Anfang 2014. Wie es mir heute geht mit der Diagnose, ist ein bisschen auf und ab immer noch. Es hat sich im Verlauf auch immer viel verändert. Aber eben, ich habe mich so weit arrangiert, wie es geht und halt mich und mein Leben so anpasst, dass es so gut funktioniert oder möglichst gut funktioniert. Ja, es ist ein bisschen überraschend gewesen, weil ich nicht mega viele Probleme hatte zu dieser Zeit. Also, ja, nicht mega viel ist relativ, aber ich habe eigentlich nur eine verwandte Problematik gehabt. Also ich hatte eine Fistel gehabt zu dieser Zeit und aufgrund von dieser Operation, die wir gemacht haben, haben wir dann den Morbus Crohn festgestellt. Von dem her war es ein bisschen überraschend gewesen, dass es mehr ist als das Symptom, das ich hatte. Und dann hat es mich schon ein bisschen betroffen, als ich dann so ein bisschen gelesen und so, hat es einem dann schon ein bisschen Angst gemacht, so, was man da gesehen hat, okay, ist nicht heilbar und so weiter und so fort, kann sich über die Zeit verändern, kann aber auch gut verlaufen. Also ja, es war dann schon ein bisschen am Anfang viel aufs Mal gewesen, aber ja, habe mich dann schnell damit abgefunden, blöd gesagt. Also, die Diagnose ist eben, wie ich gesagt habe, gekommen, über eigentlich ein Nebensymptom, über die Fistel. Und dann war der Verlauf eigentlich sehr gut gewesen. Man konnte die Fistel behandeln. Die war dann keine Thematik mehr gewesen. Ich bin dann gerade auf Medikamente gekommen. Also ich habe gerade dann Biologics gekriegt als zweites. Also Cortison halt die erste Runde mal zum Entzündung runterkriegen. Und dann war es relativ stabil gewesen. Leider habe ich dann aufgrund der Medikamenten Nebenwirkungen gekriegt, die dann noch andere Sachen ausgelöst haben. Also Psoriasis ist bei mir noch sehr stark gekommen. Und dann ist eigentlich so der holprige Verlauf losgegangen. Also aufgrund von diesen Medikamenten ist dann das Psoriasis eben sehr stark gekommen. Ich habe wirklich sehr schmerzende Hände und Füße gehabt, die wirklich blutig offen waren. Durch das hat es dann auch das Arbeiten mehr davon betroffen, weil vorher habe ich im Prinzip nur Schmerzen gehabt, Bauchschmerzen gehabt, aber habe eigentlich so können arbeiten und habe das so können alles managen. Durch das ist dann der Tag durch, den ganzen Tag auf den Füßen als Servicetechniker nicht möglich gewesen. Und ja, dann ist dann eigentlich schon der Berufswechsel im Raum gestanden, auch die IV-Anmeldung gemacht worden vom Arbeitgeber und so weiter. Und dann ist eigentlich ein Jobwechsel dort schon im Raum gestanden. Und Thema und ist eigentlich schon beschlossen worden. Und dann hatte ich dann noch eine Operation gehabt. Aufgrund von der Entzündung hat sich eine Engstelle gebildet. Und das haben wir dann operiert, so in Anbetracht, dass ich dann Zeit hatte, weil ich gar nicht geschafft habe, vor dem Jobwechsel. Und dort ist dann ziemlich viel schief gegangen bei der Operation. Und das hat dann nochmal alles ganz auf den Kopf gestellt. Also dort hatte ich wirklich schwere Komplikationen gehabt. Und ja, und seither ist es einfach nochmal komplett anders. Also der Crohn zeigt sich anders. Die Medikamente haben wir jetzt etwas einstellen können, das für Psoriasis hilft und für den Crohn hilft. Also medikamentmässig sind wir aber auch gleich wieder am Umstellen wahrscheinlich. Es ist sehr holprig, aber ich habe jetzt mit den Einschränkungen, die ich habe, eine möglichst stabile Phase im Moment. Es ist stabil weniger, als ich es gerne hätte von der Leistungsfähigkeit her, aber es ist so weit stabil, dass ich jetzt einen Teilzeitjob so kann halten und ausführen. Also, der Beruf, den ich ursprünglich gelernt habe, ist Multimedia-Elektroniker, ehemals Radio-TV-Elektroniker. Das ist wirklich so, von Fernseher reparieren, alles Elektronische, so Haushaltselektronik, auch dann ein bisschen Kabel ziehen und so. Und ich war eigentlich immer so auf branchenverwandten Beruf. Dann dort Servicetechnik, dann habe ich mal noch Einschaltquoten, Messgerät montiert. Dann bin ich zu der Swisscom gekommen. Momentan bin ich Klassenassistent in einer 4. Primarklasse. Also so die rechte Hand von der Klassenlehrerin. Oder sind von der Klassenlehrerinnen, sind zwei. Und ja, ich bin dort 30% als Assistent. Der Grund für eigentlich den grossen Wechsel so von der Elektronik im pädagogischen Umfeld ist aus verschiedenen Gründen gekommen. Also einerseits habe ich Psoriasis gekriegt als Nebenwirkung von dem Medikament.
dann ist das eigentlich Servicetechniker der ganze auf der Füße nicht möglich gewesen. Dann ist noch die Operation gekommen, wo nicht so gut verlaufen ist, und dann ist auch die Leistungsfähigkeit ist nicht mehr so da, wie sie vorher da war. Und darum habe ich auch etwas gesucht in Teilzeit. Und das ist auch auf der Branche, gibt es das sehr wenig. Also Maximum kriegt man dort einen 80% Job noch immer. Aber dass jemand wirklich irgendwie so 30% sucht, gibt es fast nicht. Also dort schon live vom Pensum her und von der Art der Arbeit ist das nicht mehr gegangen. So. Ich habe eigentlich so das Pädagogische schon länger im Hinterkopf gehabt. Ich habe auch mal die Berufsmatur nicht ganz abgeschlossen, aber auch aufs Pädagogische, also sozial, ja, wie hat es jetzt geheißen? Gesundheitlich-soziale Berufsmatur noch gemacht im Nachhinein, nach der Lehre. Und ja, es hat sich dann aber gar nie ergeben. Und dann, wo dann klar war, dass ich meinen Job nicht mehr machen kann, habe ich lange umgesucht und war eigentlich sehr offen gewesen, was ich machen will. Und über eine Bekannte bin ich dann auf diesen Job gestoßen, also sie ist dort Lehrerin. Und habe dort gesehen, dass das ein Pensum ist, das ich machen kann. Und habe gesehen, dass es keine Ausbildung braucht, also keine pädagogische Grundausbildung, weil es nur eine Assistenz ist. Also ich plane keinen Unterricht, ich habe keine Elterngespräche. So. Ich bewege mich einfach für den Unterricht dort und unterstütze die Klassenlehrerinnen. Und dann war es eigentlich für mich eigentlich ein optimales Zusammenspiel von Vitamin B, dass ich überhaupt die Chance gekriegt habe, mir vorzustellen. Ein Pensum, das funktioniert und etwas, das mir auch sehr Spass macht. Und so ist der Wechsel gekommen und hat so geklappt. Also die grossen Herausforderungen, die es gab bei diesem Wechsel, waren natürlich viele gewesen. Also grundsätzlich, dass ich halt fast zwungenermaßen etwas haben müssen suchen, das nicht auf meinem erlernten Beruf ist oder nicht noch verwandt ist. Also die Informatik und so ist noch ein bisschen im Raum gestanden, aber dort ist auch immer schwierig, weil ich halt wirklich nicht Informatik gelernt habe. Und auch dort ein 30% Pensum nicht so üblich ist. Dann ist halt, ich bin immer offen gewesen. Also ich bin immer schon bei der Bewerbung, irgendwie hat es eine Begründung gehabt, dass ich als Mitte 30-Jährige eine 30% Stelle suche und nicht eine volle Stelle. Und dann habe ich eigentlich von Anfang an auch mit offenen Karten spielen, weil ich nicht irgendwie sagen wollte, hey, es ist alles in Ordnung und dann irgendwie Fehltage hatte oder so. Und darum bin ich von Anfang an offen gewesen. Und das hat aber auch schnell ausgefiltert, wo überhaupt eine Antwort gekommen ist oder dass einfach sehr viele Absagen gekommen sind. Also ich war 2 Jahre auf dem RAF angemeldet und habe 2 Jahre lang gesucht und habe nur Absagen gekriegt. Und dann, gerade wo die Zeit abgelaufen ist, ist dann das Stand gekommen mit dem jetzigen Job, der dann endlich geklappt hat, so, wo ich dann eben auch ein bisschen durch Vitamin B die Chance einmal gekriegt habe, um mir zu zeigen. Und dass ich halt nicht nur krank bin, obwohl ich das natürlich gerade angesprochen habe, aber dass ich doch noch ein bisschen etwas leisten kann und ein bisschen etwas bringen und ein bisschen etwas beitragen kann. Ich habe eigentlich schon meine fixen Stunden in diesem 30%-Pensum. Aber sobald es dann noch um Ausflüge und so geht, wird es dann schnell einmal schwierig, weil die Ausflüge sind dann meistens länger, gerade einen halben oder einen ganzen Tag. Dann ist halt eben so eine Situation mit Essen, WC und so, ist dann immer schwieriger, wenn man noch jemanden geht, wo man es nicht kennt oder nicht genau weiß, oder man ist irgendwo im Wald oder weiß ich was. Das sind schon so ein bisschen Sachen, wo man dann schon im Hinterkopf hat. Aber ich muss sagen, es ist sehr viel Verständnis da von der Schule und vor allem Arbeitskollegen. Und also wir haben immer eine Lösung gefunden bis jetzt. Und sie haben hey, geht das für dich, geht das nicht für mich? Und ich eigentlich immer können entscheiden bis jetzt. Und meistens komme ich dann, gehe ich dann verkürzt. Dort, wo es am wichtigsten ist, dass sie noch die Unterstützung haben von mir und so. Und ja, das von der Flexibilität her. Und sonst ist es grundsätzlich halt schon die Leistungsfähigkeit. Also es ist jetzt nach 2 Jahren, also nein, im Prinzip, ja doch, mehr als 2 Jahre gar nicht arbeiten, dann wieder in den Rhythmus reinkommen, ist das eine gewesen. Und eben von der Leistungsfähigkeit so, ich mache im Moment nicht sehr viel außerhalb vom Arbeiten, das ich jetzt angefangen habe, bis ich wieder mal mehr Stabilität habe. Also im Moment ist es wirklich, also auch oft wirklich, dass ich effektiv vom Arbeiten heimkomme und gerade mal schnell 2 Stunden muss anliegen, so, weil es halt wirklich schon an der Grenze war. Aber durch das, dass die Stunden so extra gelegt sind, dass ich möglichst dann Pause habe dazwischen, kann ich sie so durchziehen. Und eben, das macht mir sehr viel Spass. Das hilft natürlich auch, dass man das so durchziehen kann. Und
ja, sich auch gut motivieren kann, auch wenn es einmal Schmerzen da sind, wenn einmal keine Energie mehr da ist, dass man trotzdem durchziehen kann. Wenn soll man das einem Arbeitgeber sagen? Ich glaube, das ist sehr individuell. Also, es kommt natürlich auch auf die Einschränkung an. Also, wenn man Symptome hat, aber die einem beim Arbeiten nicht so einschränken und man normal 100% kann arbeiten, glaube ich, ist das nicht so ein Thema. Dann muss man es auch nicht ansprechen. Aber ich habe es so früh angesprochen persönlich, weil ich eben weiss, dass es Einschränkungen haben kann, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Krankheitstage habe. Oder wahrscheinlicher ist, dass ich mehr Krankheitstage habe als andere. Und darum habe ich es sehr früh angesprochen. Aber ich glaube, wenn es einem nicht gross einschränkt und wenn das die Arbeit gar nicht so betrifft, ist das wirklich eine persönliche Sache. Will man, dass die anderen das wissen? Müssen sie es wissen? Ja, und dann ist es auch eine andere Sache, ob man das den Arbeitskollegen sagt oder ob man es dem Chef sagt. Also ich glaube, das ist extrem individuell und ob es überhaupt Auswirkungen hat auf das Arbeiten. So. So wie es andere sicher auch erleben mit der Krankheit, wenn man mal über das Thema spricht und das mal nicht als Tabu sieht, jetzt eben alles, was irgendwie mit Stuhlgang und so zu tun hat, kommen dann plötzlich auch Informationen oder andere, die sagen, ah, schau, ich habe dort auch das und das Problem und so, die dann auch offener werden. Also es fördert dann auch die offene Kommunikation von den anderen. Und ja, also es wird wirklich sehr Rücksicht genommen auf mich. Also ich muss sagen, bin wirklich sehr happy, wie es im Moment ist, mit dem Zusammenarbeiten mit den anderen. Also auch so weit, dass sie sogar mich versuchen zu schützen, wenn sie merken, hey, look, willst du nicht einmal schnell hinsitzen oder mach doch schnell Pause oder so. Also ja, wirklich, muss sagen, sehr dankbar. Es ist wirklich top, wie das Zusammenspielen so läuft. Also was ich mir wünschen würde, ja, kommt ein bisschen davon. Also für IBD-Patienten im Allgemeinen wäre natürlich eine Heilungsmöglichkeit wäre das Größte. Und für mich persönlich wieder ein bisschen mehr Stabilität, wieder ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit. Ja, also wenn ich ab morgen wieder 100% arbeiten könnte und wieder voll leistungsfähig sein, wäre das der Traum. Aber sonst, jede Verbesserung ist gut. Also es dürfte immer noch ein bisschen besser sein und stabiler. Ja, das wäre so meine persönliche Wünsche.